Weihnachten verbringe ich so wie eigentlich jedes Jahr, in den letzten 12 Jahren zumindest, bei uns auf der Rettungswache in Westerholt. Es ist für mich dann das 12. Jahr in Folge, dass ich Weihnachten Dienst mache. Das ist bei uns zu Hause, hat sich das so eingebürgert. Meine Frau arbeitet beim ambulanten Krankenpflegedienst in Aurich, hat auch Dienst an Weihnachten, auch wie die letzten Jahre. Von daher sind wir beide nicht zu Hause. Das mache ich freiwillig. Ich habe mich dafür, wie auch in den letzten Jahren, frühzeitig gemeldet und gesagt, den Dienst, den nehme ich wohl. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es so, dass sich natürlich Kollegen darüber freuen, die dann zu Hause bei Familie, bei Kindern bleiben können. Und wir haben keine Kinder, außer unserem Hund gibt es sonst zu Hause bei uns keinen. Und dementsprechend fällt das auch gar nicht auf. Für den Hund ist das ein Tag wie jeder andere. Und es ist dann noch so, dass ich die Schicht auch einfach ganz besonders finde. Ne? Es ist halt doch etwas anderes, an Heiligabend zu den Leuten zu kommen und in Not zu helfen, als das an den restlichen oder an den restlichen Tagen im Jahr. Ich habe von, ich sag mal, schlimme Geschichten bis ganz tolle Geschichten alles erlebt die letzten Jahre und es macht mir halt einfach Spaß. Eine ganz tolle Geschichte war auf Norderney, da war ich auch schon im Dienst und da sind wir gerufen worden wegen einer Kopfplatzwunde zu einem kleinen Jungen, ich meine 6 oder 7 ist er gewesen und der hatte sich so über seine Geschenke gefreut, dass er ja vor Schreck losgelaufen ist mit seinem neuen Spielzeug, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, ist er losgelaufen auf jeden Fall, hat der Küchen- oder Flurtisch das Ganze gebremst, da ist er mit dem Kopf gegengehauen, das war keine große Platzwunde, die wurde versorgt, haben wir ihn zum Krankenhaus gebracht, da hat der Arzt sich das Ganze nochmal angeschaut, das war tatsächlich eine ganz feine Sache, weil wir haben dann am Ende noch im Auto mit dem Spielzeug weitergespielt. Das hat er mitgenommen ins Krankenhaus. Von daher war das ganz, ganz toll, fand ich das.